Willkommen! Noch eine Folge Fischkopf TV! Es ist der Wahnsinn! Hier ist euer Fischkopf! Wir spielen Rock of Ages und in der letzten Folge haben wir hier in diesem Level Hexensabbat ordentlich auf die Kacke gehauen. Gleich noch am ersten Mal geschafft, natürlich. Wie soll es auch anders sein, ne? Und sind jetzt hier beim Tag des Saturns. Und ich habe eben letztes Mal schon gesagt, hier ist, man sieht ja normalerweise immer die Strecken, ne? So ungefähr. Und hier sieht man keine Strecke. Und ich vermute, das könnte der Endgegner sein. Lassen wir uns mal überraschen. Angriff. Oh, mit Video. Ich bin ruhig. Und Lu? Ja, der sieht gut aus. Der sieht super aus. Aber ich glaube, wir müssen wieder rollen, ne? Müssen wir rollen? Au! Ach du Scheiße. Ja, was denn? Der hat uns noch nicht mal gezeigt, wo hier die Schwachstellen sind. Ich weiß auch gar nicht. Also, okay, ich muss, glaube ich, hier hoch. Das. Oh, wieso springst du denn? Oh, ja, das ist mir leid. Gleich am Anfang die Folge direkt verkackt, ne? Gut, aber. Was war das denn? Wieso bin ich denn jetzt hier runtergerollt? Meine Güte. Das ist alles Show. Das ist alles für die Show. Am Anfang verkacken und dann mal richtig loslegen, ne? So ist die Devise. Die Viecher mache ich mal kaputt. Die gab es eigentlich nur, wer aufgepasst hat, eigentlich nur im ersten Level. In diesem Tutorial-Ding. Ach, guck mal, hier muss ich. Was muss ich machen? Ja, sowas und dann. Sowas? Ne, das muss ich nicht machen. Wovor ich nur mal getestet haben. Wer weiß denn, ne? Das weiß man ja nicht. Das muss man ja testen. So, und ich habe das Gefühl, ich muss hier irgendwie schnell sein, damit ich da rüberspringen kann. Aber wie soll ich denn hier Speed aufnehmen, Leute? Geht gar nicht. Hast du gesehen? Geht gar nicht. Wie soll ich das denn machen? Mal gucken, ein bisschen rumgucken hier. Was soll ich denn da? Hä? Ach, komm schon. Ach, komm schon, Peter. Sonny, wow. So, hier. Okay. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht runterfalle und währenddessen gucke. Aber komm. Ich vermute, das ist jetzt mal eine reine Vermutung, dass ich... muss ich kurz sagen, weil ich an was denken muss. Hier, über sein Knie. Nee, ach so, ja gut. Ja, oder so. Was ist los? Was muss ich tun? Ja, oh Mann, das wird eine lange Runde. Guck mal, jetzt denkt er... Ach, das hat jetzt gezählt als runterfallen, oder was? Aber er setzt mich hier hoch. Und nu? Über die Hand rüber. Dann hier warten und hier über die Hand. Ah, okay. Und dann runterschubsen lassen. Verstehe. Und wenn man das gemacht hat... Boah, da geht mir ja direkt der Kackstift, du. Ich musste nur so lachen. Ich habe eben mit einem... Ich nenne dich jetzt einfach mal... YouTube-Kumpel. So ein bisschen hin und her geschrieben. Und da ging es um die Thumbnails, dass ich die Thumbnails immer noch nicht benutzen kann, dass ich ja nicht eigenen Bildchen machen kann bei meinen Videos, wenn die hochgeladen werden. Und dann hat er zurückgeschrieben, ja, kann ich verstehen, dass der Kackstift geht. Und ich fand die Expression einfach so wunderbar, dass ich die gleich verwursten wollte hier bei mir, ne? Ich hoffe, das ist okay, ne? Saphir One heißt er, glaube ich. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Tut mir leid. Es tut mir wahnsinnig leid. Es ist mir geradezu ein bisschen peinlich. Und ihr merkt schon, ich kann mich nicht konzentrieren, wenn ich hier so einen Quatsch erzähle. Guck mal, hier muss ich warten, wenn er haut. Und dann runterfallen. Ja. Und dann, ja. Ist man dann runtergefallen, ne? Aber dann wird man hier immer wieder hochgeschubst. Das finde ich ganz gut. So, hauen. Oha. Ja gut. Jetzt spiele ich mal richtig. Ab jetzt spiele ich richtig. Über die Hand drüber. Kurz abwarten. Dann hier rüber. Und warum geht das immer nicht? Ah, jetzt hat's geklappt. Jetzt dreht er sich um. Ja, aber nicht mit mir. Ich weiß, was du vorhast. Ich weiß, du guckst schon so. Du altes Kackauge. Ne, Kacknacken heißt das, ne? Kacknacken. Oh, oh. Aha. Oh, tschüss. Tschüss. Ich wollte was besorgen. Okay, was mache ich jetzt? Springen? Bringt auch nichts. Oder? Wäre ich dann da oben gelandet fast? Ich weiß es nicht.
Ich weiß es einfach nicht. Was muss ich tun? Vor und dann zurück? Nee, dann erwischt er mich auf jeden Fall. Also meine Überlegung momentan ist da ranrollen und dann... Und dann hochspringen. Sowas. Und dann? Hä? Komm ich noch niemals rüber? Muss ich vielleicht über seine Hand so rüberspringen, dass ich... Dass ich quasi da rüberrollen kann? Nee! Oh Mann, ey, das ist so ähnlich wie beim ersten Zwischengegner, wo die Aufnahme verloren gegangen ist von, wo ich so richtig lange dran gesessen habe und keine Ahnung hatte, was ich machen soll. Sowas? Nee, sowas auch nicht. Gib mir mal einen Tipp. Gib mir doch mal einen Tipp wenigstens. Mal hier so ran da, dann hau da. Kann ich zwar ausweichen, aber rüber komme ich nicht. Rüber komme ich nicht. Oder doch? Oh, vielleicht komme ich da doch rüber. Oh, ich habe da eine Idee. Alles klar. Alles klar. Peter, bleib mal ganz ruhig. Ich roll hier so. Ich roll hier. Ja, nein. Nee. Doch. Nein. Nee, ich glaube, das wird nichts. Ich nehme noch mal ein bisschen Anschwung. Hier so. Okay. Und dann rolle ich mal hier hoch. Roll. Und so. Und oh, fast. Ich darf noch nicht von seinem Arm erwischt werden. Da muss ich ein bisschen eine bessere Springung hinlegen. Wenn ihr versteht, was ich meine. So was. Und Springung. Und fast. Oder bilde ich mir ein, ne? Eigentlich geht das auch nicht. Gut. Also nochmal einfach blind drauf los. Das bringt gar nichts. Ich kündige das schon mal an hier, ne? Also wenn die Folge, ich mach die höchstens 20 Minuten. Und wenn ich dann immer noch nicht hier weiter bin, dann höre ich auf und warte erstmal ab, ob irgendwelche Kommentare kommen, ne? Oder vielleicht werde ich auch heimlich das so nachgoogeln. Weil das muss ja irgendwann hier weitergehen. Und im Moment habe ich keine Idee. Ich kann hier zwar... Ja, das war gut. Ich glaube, da unten muss ich hin. Nee? Warum das denn nicht? So, komm. Was mache ich denn falsch? Guck mal, jetzt wäre ich fast oben gelandet, aber ob das auch überhaupt dann gezählt hätte? Ist das so, dass man sich vielleicht einfach von dem da hochhauen lassen muss? Sowas? So? Nee, jetzt hat er mich runtergehauen. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass das sowas Kompliziertes ist. Ich glaube, es ist einfach, man muss einfach nur vorbeikommen. Sowas. Hat geklappt. Jetzt muss ich hier hin. Und dahin. Und hier. Mal gucken, wo er mich hinlegt. Ganz ruhig. Vielleicht legt er mich ja... Wo hat er mich hingelegt? Jawohl. Ja, da kommen wir ja rüber. Das war gar kein Problem. So, das war... Oh, guck mal, da ist er. Oh, aber er haut mich. Ne, er pustet. Er pustet. Wahrscheinlich komme ich da niemals dagegen, ne? Ha! Voll ins Auge! Oh, nee. Und jetzt muss ich wieder... Jetzt muss ich wieder ganz hoch, Alter. Ist das scheiße. Das dauert ja Wochen. Das dauert ja Wochen. Und hier... Mann, ey. Wer denkt sich denn sowas aus? Und ist irgendwas anders, außer dass ich... immer wieder hier irgendwie rüberkommen muss? Sowas. Das war ja eine einfachere Geschichte. Hier, es war eigentlich auch nicht so schwer. Da haut er einmal so und dann kann man hier rüber. Oh, das war dann doch nicht so... Ja gut. Ich halte die Schnauze. Ich sag ja nichts. Ich sag ja nichts. Okay, nochmal. Hier rüber. Abwarten. Oh. Da geht mir der Kackstift schon wieder, du. Da geht mir die Hutschnur. Hutschnur geht mir hier. Komm mir hier gerade wieder aus dem Arsch wieder raus. Vor Wut. Aber das habe ich selber nicht verstanden. Okay, warten. Hauen. Rüber. Springen. Nee, das wollte ich nun nicht. Okay, Fingerspitzengefühl ist gefragt. Kein Problem, kann ich mit dienen. Warte ab. So. Warten. Rollen. Rüberspringen. Nein, na komm schon. Jetzt hat die Space-Taste abgehakt. Ne, jetzt hat die gehakt. Aber immerhin sind wir nicht runtergefallen. Ja, hau mal. Und dann rollen wir hier rüber und springen hier rüber. Perfekt. Ich brauche mich nur... Ja, oh. Hä? Was? Hä? Was war denn jetzt? Irgendwie komme ich jetzt da drauf nicht so ganz klar.
Aber immerhin. So, ich glaube, der neue Trick ist einfach, man muss hier rauf und dann über seine Hand. Ach, so läuft der Hase. Und ich racker mir da einen ab die ganze Zeit, ne? Kein Wunder. Ich dachte mir schon, dass es sowas eher Einfaches ist. In your face! Saturn! Bitch! Jetzt hockt er da schon wieder. Und was ich ja nur ein bisschen, also vorher, ne? Diese Zwischengegner. Nehmen wir mal zum Beispiel Arschkratz Adam, wie ich ihn nenne. Da wurde es ja wenigstens schwieriger dadurch, dass wenn du hochgerollt bist, dass es dann irgendwie, dass dann auf einmal da Sachen standen, ne? So Bomben und so. Und hier ist ja gar nichts los. Hier ist ja immer das Gleiche. Hier wieder abwarten, hier wieder hochrollen, über seine Hand und eigentlich springen, aber die Space-Taste hakt mal wieder, ne? Und das ist keine Ausrede. Das ist keine Ausrede, die hat wirklich gehakt. Genau, und hier einfach wieder rüber, man weiß schon alles, man muss gar nichts anders machen. Och, komm schon. Sowas, genau. Dann kommt hier die Rollung, da muss man hier einmal ausweichen. Komm, hau zu. Einmal ausweichen, dann über die Hand rüber. Jo, ich hab das schon mal gemacht. Komm ich da aus. Hier passiert auch nichts Neues, außer dass ich da runterfalle. Nee, wer sagt denn, dass ich da runterfalle? So, ja, perfekt. Und jetzt pustet er mich aber, wie ich ihn kenne. Voll runter. Nein, nein, ich krieg dich. Anderes Auge. Hast gesehen, wie der geschielt hat? Und Errungenschaft. Sieger der Sieger. Ist es etwa... Okay, ich bin mal kurz ruhig. Oh, Herr. Ja, da ist es soweit. Das erste Fischkopf-Projekt ist hiermit abgeschlossen. Ich hatte einen Heidenspaß, Freunde. Ich hatte einen Heidenspaß. Ich hoffe, ihr konntet auch mal hier und da was davon da rausnehmen. Ich habe schon gelesen, ein Zuschauer hatte schon angekündigt, er wird jetzt das Spiel, wenn es im Sale ist, wieder für sich und seine Kumpels besorgen. Und dann wollen die mal zocken gemeinsam. Ich habe mir ja auch vorgenommen, das nochmal mit jemand anderem zu zocken. Vielleicht werde ich das einfach mal hier auch videomäßig mal hochladen dann. Vielleicht kann ich ja Tommelbommel überreden, dass der mal sich das mal anschafft, dass wir mal gegeneinander so ein paar Rollungen tätigen, ne? Das wäre vielleicht nochmal so eine Idee für zwischendurch. Ja, wem das Ganze hier gefallen hat, ich würde mich tierisch über ein Abo freuen, wenn ihr mehr haben wollt. Oder vielleicht sogar einen Daumen hoch oder beides oder nur eins oder das erste oder das zweite. Ich freue mich auch über Kommentare und alles, alles. Einfach raus damit, was ihr zu sagen habt oder nicht zu sagen habt. Hier als nächstes auf dem Kanal, ja, und das werde ich gleich auch mal aufnahmetechnisch angehen, wird sein das Spiel Hotline Miami. Es ist so ein kleiner, ist so ein Pixel-Splatter-Spiel, ja, was ich bisher gesehen habe davon. Ich habe es ein bisschen angespielt. Also, es wird auf jeden Fall sehr interessant. Es ist auf jeden Fall mal was ganz anderes. Es ist so ein Indie-Spiel. Da habe ich mir zwei besorgt bei Steam, ne? Das andere heißt Home, das ist wohl eher so ein Horror-Ding. Und die werde ich mir jetzt mal vornehmen. Vor allem, wo dieses wundervolle Spiel jetzt hier auch abgelaufen ist, werden wir uns mal die neuen Spiele zu Gemüte führen. Minecraft wird auch noch so ein bisschen nebenbei laufen. Und wirklich, ich freue mich über jeden, der ab und zu mal reinschaut. Und ich würde mich noch viel mehr freuen, wenn ihr so ein bisschen auch mal was in die Kommentare schreibt. Oh, hier, das war scheiße, das war ganz gut, mehr davon, weniger davon, mach doch mal das, hör doch mal auf damit, ne? Das fände ich eigentlich einfach total genial. Also vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich. Euer Fischkopf grüßt euch und geht jetzt mal, glaube ich, mal pennen. Ne? Bis zum nächsten Mal.